Am besten bezieht die Gemeinde den Strom dann noch von deinem Kohle, von einem Kohlekraftwerk, natürlich. Natürlich. Und vor allen Dingen nehmen wir gleich das Kohlekraftwerk, wo noch zwei Dörfer platt gemacht werden. Genau, da am besten da noch, wo noch richtig Lebensraum abgeschafft wird. Deswegen, bei dem Kohlekraftwerk, wo der Dreck oben aus dem Schornsteig kommt, nicht die Atomkraftwerk, wo nur Wasserdampf oben rauskommt. Um Gottes Willen. Da wird noch schön ein Lebensraum eingebüßt und dann passt das schon. Da habe ich ganz viel übersehen. Meinst du das, Frau Flo? Weiß nur nicht, wie ich das wegholen soll. Warte mal, wir machen das mal so. So, und jetzt versuchen wir mal mit Rückwärtsfahren. Möglichst gerade. Ja, mit dem gerade habe ich das nicht so, ne? So, jetzt muss ich das erstmal sauber machen hier. Ja, ist wieder nur Dreck, ne? Ah, da ist noch ein Bupfel. Ach, Menno. Jetzt muss ich da auf diese Spur kommen. Na toll. Das wird im Leben nix. Sehr schön. Ach ja, müssen wir wieder einsteigen. Jetzt habe ich aber Zielwasser getrunken. Alter Vater, du. Hat gepasst. Mine 1, wa? Ja, ja. Flüssigtanks sind immer gut, wenn das Richtige drin ist. Gibt das mit einem Streichholz immer so ein Erlebnisgefühl. Ich denke da immer an Harzerli, wo wir Seven Days gespielt haben. Der hat auf alles geschossen, was Flüssigtank war. Da hat immer so schön Kaboom gemacht. Ja, das habe ich auch gerne gemacht. Steckt die Hühner in ein Laufrad und dann habt ihr Strom. Und der Hund, wenn er dann wieder auftaucht. Ja, 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 ja. Dann haut er wenigstens auch nicht mehr ab. Aber dann müssen wir ihn aber anleihen. Das ist eine Pflicht, ne? Und am besten gleich so mit einem schönen Würger dran. Oh, heute sind wir aber wieder richtig negativ, ey. Ei, der Daus. Ja. Also heute sitzt uns ja echt schon wieder die übelsten Sachen im Nacken hier. Eieieiei. Nein, natürlich kein Würger. Und natürlich wünschen wir unseren, wollen wir kein Kohlekraftwerk. Ich muss das ja auch nochmal klarstellen, nicht, dass es nachher auf YouTube heißt, ja, die hat gesagt. Die Spritze ist weg. Na, sowas. Der Spritzenauftrag ist schon weg. Oh. Ja, da tun sich Abgründe auf. Ich merke schon, Oma Lissi, ich merke schon, das ist wirklich, ich schäme mich auch. Tatsächlich. Schade, das ist ein Wender. Stachelhalsband mit Stacheln da innen. Ja, ja, deswegen. Aber sowas machen wir nicht. Nein, natürlich nicht. Also, nicht, dass mir nachher hier noch Tierquälerei oder sowas an die Backe genagelt wird. Nee. Keine Bange, Hundi bekommt kein Würgehalsband, nur der Anpeicher ein Stromschlag, sobald Hundi stehen bleibt. Boah. An Pirscher wolltest du sagen. Dann lieber ein pinkes Halsband mit Glitzersteinchen und Federboa. Oh je. Aber so stelle ich mir gewisse Personen vor, die da mit ihren kleinen Chihuahuas Gassi gehen. Und nein, ich gehöre nicht zu der Sorte. Ich rufe den Tierschutz. Oh, wegen dem pinken Halsband oder was?
Ich hatte immer große Hunde bis auf Blümchen, ja, ja. Oi, ich spring gerade wieder. Aber bei mir ging's, also ich bin auf dem Hof, bin ich gesprungen. Er ruckelt heute aber auch was zusammen. Auf dem Hof bin ich, habe ich einen Riesensatz gemacht, aber hier geht's. Bei mir war das, als wenn der Trecker vor, zurück springt hier. Ja, das liegt wahrscheinlich am Fahrer. Na klar. Du hast recht. Keine Bange, Birge, das ist kein echter Hund. Das war nur ein Stuntman. Boah. Was war denn daran jetzt nicht richtig? Ja, ich glaube, Philipp, seine Frau ist immer noch krank. Ja. Das hat sich leider noch nicht gebessert. Das sind diese herzhaften Kita-Bazellen. Das tut mir schrecklich leid. Oh, hier sind lauter Rehe. Lauter Rehe. Oh, ich spring schon wieder. Was ist denn heute hier los auf dem Server? Gute Besserung an Philipps Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Richte ich aus. Was machst du denn da? Ich hab den Striegel dran. Warum? Jetzt wird hier einmal gestriegelt und schon sind wir. Aber ich bin noch nicht fertig. Ja, ich fahre nur außen lang. Der ist viel breiter als... Was? Ja. Schon gut. Schon gut. Schon ist das Gras wieder in der nächsten Wachstumsphase. Jetzt fahre ich in der 70er-Zone 50, echt jetzt? Ey, warum ist da eine rote Ampel? Mach die Ampel wieder. Besser so als andersrum, ja, das stimmt auch. Das bringe ich heute noch mehr Bilder nach Hause. Können wir ein Fotoalbum voll machen? Ich weiß aber immer noch nicht, wo hier der Blitzer ist, ne? Ich habe den Blitzer nicht, ich sehe den nicht, ne? Also beim besten Willen nicht. Muss mal schauen beim beim Ortseingangsschild. Ah, deswegen. Wo ja, ist der? Schön aufs Ortseingangsschild stieren und dann blip. Hier ist nix. Ich sehe nix. Hä? Ich hab nichts gesehen. Beim Ortseingangsschild steht er aber in die andere Richtung. Der muss irgendwo bei der Feuerwehr stehen. Ich frag mich, wann die Autos losfahren wollen. Ja, bleib doch stehen da drüben. Nee, jetzt ist noch gelb. Jetzt ist noch gelb. Hier ist gelb. Jetzt auf jeden Fall war da noch gelb. Ja, Bonnie. Aber unsere Einfahrt ist ganz schön holperig, ja? Das ist möglich. Es war noch grün, ja, siehste. Werft mal ein Auge auf den Blitzer, sprach der Admin im Zombie-Chat. Kennt ihr euch schon mit Zwangsversteigerung aus, wenn ihr wegen Strafzettel gefändet werdet? Ich verkaufe als erstes Philipp.
Na klar. Und mit Philipp, wenn ich den verkaufe, da werde ich richtig reich, weil das ist ein guter Arbeiter. Und dann werde ich so reich, dass ich mir 10 neue Arbeiter leisten kann. Ach so. Ey, das ist für dich ein Lob. Ja, und hinterrücks der Dolch im Rücken. So ungefähr, da kann, wenn ich den verkauft habe. Das war jetzt wirklich, die Aussage war jetzt wirklich, dass du arbeitest für 10. Okay. Mich deucht, du glaubst mir nicht. Ja. Mich deucht, du glaubst mir kein Wort. Ist möglich. Für 10 Euro arbeitet er ja, das auch. Muss ich aufpassen. Das ist aber das ist ja unter Mindestlohn. Obwohl, naja. Was soll ich sagen, ne? Ja. Ganz ehrlich, die Firmen kriegen das heute noch hin, dich um dein Geld zu bescheißen. Euer Geld gehört mir sowieso. Sei es. Sei es die Discord-Moderatoren oder die Let's Play-Moderatoren, die Twitch-Moderatoren. Euer Geld gehört mir sowieso. Das hat ja jemand verwendet. Großzügig verkauft, so sieht's aus. Ungefähr. 1 Million Gallonen, okay. 10 Euro am Tag? Nein, im Monat. Weiß trotzdem nicht, wo hier dieser Kackblitzer ist. Ihr erzählt mir hier ein vom Pferd, 100 pro. Nein, es sind auch wirklich, guck mal in die Dings rein, da stehen die 43 Euro sogar drin. Wenn du im Menü reinguckst. Und der sonstiges. Bei den Ausgaben. Twitch-Moderatoren haben wenigstens Wohnrecht im Modkeller, ja, das stimmt. Abfahrt. Bin fast fertig. Aber ich glaube, ich krieg nicht alles mit, oder? Das glaube ich nicht. Das ist kein Sklavenhandel, das ist Anwerben von unfreiwilligen Freiwilligen. Genau. Unfreiwilligen Freiwilligen. Okay, so kann man es natürlich. Ja, du bist auch unfreiwillig freiwillig. Klar. Behaupte was anderes. Ich soll es nur behaupten. Das ist doch nicht schwer. Toni Bra, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Und einen wunderschönen guten Abend. Genauso einen wunderschönen guten Abend. Lieber Guru, moin. Hallo Toni. Hallo Guru. So, die ist alle. Was ist alle? Die erste Buddel. Wie viel schaffst du im Stream? Es ist immer nur ein Literchen drin, also
Das habe ich reichlich von. Also ein Liter oder weniger, aber ein Literchen, eine Verkleinerungsform. Das ist wie eine Tonne Federn. Ne? Da hinten kannst du schon striegeln. Bin auf dem Weg. Bin ich nämlich schon durch. Ja, wird. Doch, ich krieg den. Das reicht. Ist die letzte Fuhre, glaube ich. Nee, da muss ich einmal so fahren, glaube ich. So, jetzt habt ihr ja professionelles Fahren gesehen. Jetzt seht ihr Philipp. Eieiei. Liter Tee, ich, ja, weiß ich nicht. Liter Tee, Tee trinkst du oder Wasser? Nee. Ich hatte, bis jetzt hatte ich eine Volvic, jetzt kommt eine Fanta dran. Ach, schon wieder Zucker in den Körper. Mann. Ohne Zucker geht das nicht. Meinst du, ohne Zucker kannst du mich nicht ertragen oder was willst du mir jetzt hier sagen? Nein. Aber Energie, das braucht Energie, das Arbeiten. Natürlich, auf jeden Fall. Bei Philipp ruckelt das mehr, das liegt aber an, ruckelt das bei dir? Nö, also bei mir? Nee, bei mir geht's sauber raus. Ja, also momentan. Also ich sehe es sauber rausgehen, sagen wir, ich guck gleich nochmal genauer hin. Es ist eigentlich sauber. Aber doch, es ruckelt so ein bisschen, ne? Aber oder warum, weiß ich nicht. Es geht überall Striegeln sauber raus. Vom Striegeln? Ne. Ja doch, so eine kleine Mikroruckler hast du drin. Ja, aber wie gesagt, bei mir ist alles sauber. Oh, ich habe auch, alles. Sauber rausgeht. Oh. Keine Ahnung. So, ich habe alles fertig. Sehr schön. Aber wir können das gleich mal anders machen. Ich stelle mich hier mal an die Seite. So. Dann steige ich mal aus. Mhm. Du hast auch ein Plätzchen bei dir, oder? Ja. Rechts oder links? Links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Genau. Komm nicht rein, komm nicht rein. Ach, wieso nee, kommst du schon wieder nicht rein? Mit was komme ich denn rein? Mit was steige ich denn ein? Mit X eigentlich vom Controller einfach nur. X vom Controller. Nee, da will er mir anheben. Warte. Ja, dann darfst du den Trecker nicht angucken. Ich bin auf dem, guck auf den Boden. Ich steig aus, Mensch. Jetzt kann ich einfach in die Steuerung gehen, ne? Wieso? Nee, klein. Komm ich nicht rein, wieso? Ja, was ist denn hier los? Siehste? Ich komme auch nicht auf den Beifahrersitz. Okay, dann ist hier irgendwas faul. Das muss ich ja, dann nochmal überprüfen. Ja. Gut, dann müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Das muss ich dann nochmal überprüfen. Da ist irgendwas nicht stimmig. Nennen wir es mal. Dann müsst ihr doch mit mir Vorlieb nehmen. So. Andrina hat Kondensstreifen. Ja. sollte ich mir jetzt Sorgen machen, Lavi? Sollte ich mir da jetzt Sorgen machen? Nein. Keine Ahnung. Also Traktorfahren ist ja auch nicht gerade eine Freude hier. Was meinst du? Diese kurvigen Straßen, die Ampeln, die Autofahrer? Warte, ich muss jetzt mal lesen hier. Du möchtest dich auch farblich neu orientieren oder seid auch eine Brave wie die Stream-Body? Vielleicht findest du Antworten auf Andrinas Discord. Ich bin brav. Manchmal. Oh, 30, nee, 50.
So schnell fahre ich gar nicht. Ich will jetzt wissen, wo dieser Kackblitzer ist, ey. Ich sehe keinen Blitzer. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich weiß nur, dass der abmontiert wird, ne? Also... dessen bin ich mir sicher. Oh Gott. 30. 50. Ah, die Ampel ist eh rot. Herr Meister, fahr. Gib alles. Das war irgendwie merkwürdig. Ja, wir gucken gleich nochmal. Wir schauen gleich nochmal. Ich wäre ja jetzt gerne mit ihm mitgefahren. Warum bleibt er denn stehen? Warum muss man um die Kurve fahren und dann stehen bleiben? Die Logik bleibt mir noch verborgen. Tja. Die Logik bleibt mir echt verborgen. Leider auch nicht erklären, die Logik. Boah! Oh! Auf dem Hof mache ich den Vollruckler, aber richtig heftig. Bei dir ist es auf dem Hof. Bei mir war es zwischen dem Heu- und Strohverkauf und dem Hof. Da, wo ich letztens auch den Hund gefunden habe. Da war es bei mir. Weil gegenüber ein Baum ist. Ah. Ja, dann können wir jetzt gleich ja wieder einen neuen Monat springen, ne? Ja. Dann wird wieder geerntet. Genau, wollen wir es hoffen. Wir brauchen Gerste und wir brauchen... Was hatten wir gesagt? Roggen. Gerste und Roggen. Müssen wir Ausschau halten. Ja, ja. Zum Ernten. Damit wir Stroh kriegen. Mein Tragi-Traktor ist der sauberste der Stadt. Denn ich habe diesen Dreck so satt. Mein Tragi-Traktor. Ich habe noch 4 oder 5 Bahnen, dann bin ich durch. So. Schicki sauber. Ja. Ich sehe nichts. Ja, wenn man jetzt auf die Karte guckt, erst noch lila, jetzt schon grün. Warte, ich guck Karte. Wenn du da die Erntenkarte guckst. Noch ist was Lilanes zu sehen, solange ich noch nicht ganz fertig bin. Nee, achso, die Erntekarte. Ja, ein nach rechts. Oder 2 nach rechts, glaube ich sogar noch. Nö. Du musst krass anmachen. Warte mal, ich bleib mal stehen, damit das nicht weg ist. Krass an. Du musst auf der ersten Seite oder auf der zweiten Seite krass anmachen. Das ist meistens aus. Ja. Genau. So, und jetzt ein nach rechts. Ah, aha. Ja, das sieht man jetzt deutlich. Gib mal Gas, ne? Du hast da noch ein bisschen was zu tun. Die ist wieder da. So, das wird nicht grün. Bisschen die Krähen scheuchen. Doch, es ist Server. Er braucht einen Augenblick. Nein, nein, ich muss einmal escape. Ich muss einmal aus der Karte rausgehen. Ja, ansonsten dauert das meistens einen Augenblick. Synchronisieren. Gib mal Gras, Philipp. Ja. Mal Gras. Okay. Ich gebe Gras.
Ja, zwei Bahnen noch, ne, Meister Eder? Na, nicht ganz. Ich glaube, anderthalb noch. Denn glaube nicht, dass das ganz reicht. Mal gucken. Lass ich mich überraschen. Mich ärgert, dass das bei dir nicht geht. Was denn? Jetzt geht's sauber. Ja, du, bei mir ist alles sauber. Ja, jetzt ist auch sauber. Also ich weiß nicht, doch. Übertragung, ja, ein bisschen. Ein bisschen in der Übertragung. Das kriegst du mit einer Bahn. Na, ja, sehr schön. Wird auch Zeit, dass du mal zu was taugst. Schönen Dank aber auch. Das kam von Herzen. Ah, okay, das macht's nicht besser. Doch. Ach, warte mal, ich muss erst die Lenkung umstellen. Sonst, War sauber, sonst gibt's Blitzlicht. das ist weniger das Problem. Ich muss Vorderradlenkung. Sehr schön. Da. Also Mikroruckler sind drin, aber es geht. Es geht. Das kann man machen. Jetzt springe ich. Ich springe schon wieder über den Server. Es ist Ja, Wahnsinn. ich sehe es, ich sehe es. Heftig. Da, klapp, klapp, Alter klapp. Schwede. Ja, und so habe ich das die ganze Zeit. Als wenn der Trecker vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Aber es ist nur bei hohen Geschwindigkeiten, wenn er als wäre quasi, dass er das nicht synchronisieren kann. Ich wollte gerade sagen, die Ampel ist rot, Meister. Ich hätte mich hier wieder mit den Autos angelegt. Grün! Bin Grüner ja wird's bei. nicht. Fahr mal ein bisschen, ne? Sinnig und gediegen. Das sind keine 30, die du da fährst. Ja, ich sind 35. Ja, ist viel zu viel. Aber wo, ganz ehrlich, wo wurdest du denn hier geblitzt? Ich Bist du habe durch keine den Ahnung. Blitzer geballert, der andersrum steht, oder? Ich habe keine Ahnung, da ist kein Blitzer. Ich weiß auch nicht, wo ihr das Blitzerfoto gesehen habt. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Aber mittlerweile, dadurch, dass Dominik gesagt hat, dass ich geblitzt wurde, seitdem. Ja, ich hatte nur die Linie gesehen, diese rot-gelbe, die geleuchtet hatte.